Willkommen hier in Chaoszonen TV, liebe Nerds, holt euch euren Kaffee raus, es ist noch früh am Tage. Sozialpädagogik debunked, eine kleine Einführung in Sozialpädagogik für Nerdetten und Nerds, gibt uns heute Anna Geiger. Anna ist selbst schon früh in den Nerdtopf gefallen, dann aber nicht in Richtung Informatik, sondern Sozialwissenschaften abgebogen und hat dann ihren Diplom als Sozialpädagogin gemacht. Ein Feld, wovon wir vielleicht noch was lernen können. Deswegen Sozialpädagogik debunked. Anna Geiger, viel Spaß beim Vortrag. Einen wunderschönen guten Nachmittag oder guten Morgen. Sozialpädagogik debunked. Ja, ich erkläre vielleicht erstmal, wie ich darauf gekommen bin, Sozialpädagogik zu euch zu vermitteln. Ich habe Sozialpädagogik lehrt Sozialkompetenz und ich gehe davon aus, dass ihr einfach ganz viel Sozialkompetenz habt, ihr, die ihr hier zuhört. Sonst würdet ihr wahrscheinlich an diesem Kongress nicht teilnehmen. Und ich habe aber festgestellt, dass ganz viele Sachen, die für mich selbstverständlich sind in meinem Alltag, in anderen Berufen und gerade in der Informatik und in der IT einfach überhaupt nicht selbstverständlich sind. Ich weiß nicht, was für euch nicht selbstverständlich ist, was für mich schon selbstverständlich ist, aber ich kann euch ein bisschen rüberbringen, was ich so, was mich so beschäftigt und was für mich so die wesentlichen Punkte in meiner Arbeit sind. Das muss nicht heißen, dass das für andere auch die wesentlichen Punkte in der Sozialpädagogik oder in der sozialen Arbeit sind. Erstmal die Begriffsklärung. Sozialpädagogik, die lehrt Sozialkompetenz. Sie unterstützt Menschen in sozialen Belangen. Sie ermächtigt Menschen, sich selbst zu helfen. Und dann gibt es die soziale Arbeit. Und die soziale Arbeit, die macht genau das Gleiche. Die setzt andere Schwerpunkte. Die Pädagogik setzt mehr den Schwerpunkt drauf, Menschen zu ermächtigen, sich selbst zu helfen. Soziale Arbeit ist oft eher alltagspraktisch, aber im Grunde in der Praxis macht es keinen Unterschied. Ich arbeite mit Menschen zusammen, die soziale Arbeit studiert haben, die sich SozialarbeiterInnen nennen. Ich arbeite mit Sozialpädagoginnen, mit Sozialpädagogen zusammen. Ich arbeite auch mit Berufsfremden zusammen, dazu aber später mehr. Es macht in der Praxis definitiv keinen Unterschied. Wo es sehr viel Unterschied macht, ist in der Geschichte und in der Theorie, denn die soziale Arbeit und die Sozialpädagogik kamen aus zwei sehr verschiedenen Richtungen, bevor sie zueinander gefunden haben. Ich möchte heute über die Praxis reden. Es gibt echt schöne Artikel in der Wikipedia zu sozialer Arbeit und zu Sozialpädagogik. Wenn ihr euch da ein bisschen in die Theorie vertiefen möchtet, kann ich empfehlen. Aber heute geht es um die Praxis. So, wozu erzähle ich euch das alles? Ich hatte ein Aha-Erlebnis. Ich hatte ein Aha-Erlebnis, als ich einen Talk in, ich kann es jetzt leider nicht mehr, ich weiß es nicht mehr genau, wo das war. Es gab, ich habe mir einen Talk angeschaut in diesem Internet und jemand, der mit vielen Leuten zusammen was gecodet hat, hat erzählt, es wäre so toll gewesen, weil man hätte sich da jede Woche einmal getroffen, man hat sich besprochen, was hat man geschafft, was hat man für Pläne, wie geht's einem damit, und es waren Gesprächsregeln bei diesen Treffen, die Fairness verlangt haben, wo ein guter, fairer, produktiver Austausch war. Und er fand es so toll und es war so ungewöhnlich, und ich saß dann so da und dachte mir so, echt, das ist ungewöhnlich. Das ist für mich so unfassbar selbstverständlich in der Sozialarbeit, dass man das tut. Das ist ganz normal. Das nennt sich Teamgespräch, kurz Team. Das passiert jede Woche und in jeder sozialen Einrichtung, in jedem Team, in jeder Tätigkeit. Es ist für mich einfach völlig normal, das zu tun, genau nach diesen Regeln. Man bespricht, was hat man geschafft, was sind die zukünftigen Pläne, wie geht's einem damit, und es gibt Gesprächsregeln und die sind fair. Und ich dachte mir, okay, wenn das gut ankommt in Computer-Nerd-Kreisen und wenn das als positiv, als sinnvoll empfunden wird, dann mache ich vielleicht in meiner praktischen Arbeit mehr Sachen, die sinnvoll sind, die gut sind, die hilfreich sind. Dann erzähle ich jetzt einfach mal
darüber. Ich gehe so ein bisschen durch die Themen. Es wird ein bisschen ein wilder Ritt durch verschiedene Themen, die mir ständig und immer wieder in meiner Berufslaufbahn, die jetzt auch schon 25 Jahre ist, begegnen. Das ist längst nicht umfassend. Es gibt viele Themen, die werde ich überhaupt nicht ansprechen können. Aber ich lege einfach mal los, damit ihr, wenn ihr ein bisschen was mitnehmen könnt, noch besser die Welt zu einem besseren Ort machen könnt, weil ihr sowieso, sonst wärt ihr nicht hier, das alles schon vorhabt. So, die Praxis der sozialen Arbeit. Werden wir mal pragmatisch. Ist beraten. Ist naheliegend, glaube ich. Menschen wollen irgendwas, brauchen Hilfe, wollen eine Beratung, dann berate ich sie. Das ist jetzt auch völlig egal, in welchem Umfeld, ob es alte Leute sind, ob es junge Leute sind, Eltern, Familie, spielt keine Rolle. Beraten fängt meistens an mit herauszufinden, was Sache ist. Weil wenn jemand eine Schwierigkeit hat, irgendein Problem, das kann auch ein ganz alltagspraktisches Problem sein, heißt das nicht unbedingt, dass die Person das formulieren kann. Das ist meine Aufgabe, das rauszufinden und dann kann ich beraten. Manchmal ist es so, dass ich herausfinde, dass ich da nicht weiterhelfen kann. Es ist passiert immer wieder, weil ich mich auch nur auf 1, 2, 3 Schwerpunkte konzentrieren kann. Dann gibt es aber Sachen, da bin ich vielleicht grundsätzlich nicht zuständig, weil ich die Ausbildung nicht habe. Dann braucht vielleicht jemand eine Rechtsberatung, da kann ich nicht weiterhelfen. Da kann ich ein paar Tipps geben, aber wenn es intensiver werden soll, kann ich vermitteln oder ich kann mal wo anrufen und kann mal gucken, wo gibt es da kostenlose Beratung zu dem Thema etc. und so weiter. Oder jemand braucht psychologische Beratung zur Psychologie und diesen ganzen Berufsbegriffen auch später. Dann vermittle ich da weiter. Vielleicht kommt jemand mit dem Amt nicht klar, weil er irgendwie das nicht versteht, was die vom Amt redet und die vom Amt versteht nicht, was die Person redet. Da vermittle ich. Das ist sehr viel meiner Tätigkeit. Einfach vermitteln zwischen Berufen, zwischen Personen. Und dann ist ein großer Schwerpunkt auch noch Menschen Dinge zu lehren, die sie in ihrem Alltag weiterbringen. Und das sind oft ganz banale Dinge. Das sind oft, dass ich jemanden, also was mir häufig passiert, es mag aber Zufall sein, durch meine Tätigkeiten, dass ich jemanden erkläre, wie man eine bestimmte Art von Formularen ausfüllt, wie man einen Rentenantrag ausfüllt, wie man den Antrag auf Befreiung von den Rundfunkgebühren ausfüllt, wenn man wenig Rente hat zum Beispiel. Das lehre ich die Menschen, das bringe ich denen bei oder ich versuche, denen ein Gefühl dafür beizubringen, dass auch so ein Formular nicht immer perfekt ausgefüllt werden muss, aber bestimmte Sachen müssen rein, etc. und so weiter. Damit sie das im Idealfall beim nächsten Mal selber können, ist oft nicht so, sondern damit sie das beim nächsten Mal, damit sie keine Angst mehr davor haben und dass sie vielleicht einfach rechtzeitig mit ihrem Formular zu mir kommen und nicht erst, wenn die erste Mahnung da war. Ja, und dann erledige ich auch manchmal einfach praktische Dinge. So ein Klassiker ist bei älteren Menschen, mit denen ich viel zu tun habe, dass sie nicht mehr gut sehen, dass sie vielleicht nicht unbedingt einen Computer zu Hause haben, dass sie was überweisen müssen und mit diesem Überweisungsautomaten in diesen Bankfilialen nicht mehr klarkommen, weil sie nicht gut sehen und ein bisschen zittrig sind. Da kann man da mal mitgehen und da kann man sie unterstützen und für sie diese ganzen Angaben eintippen. Das ist sehr persönlich. Es ist sehr privat und ich gehe auch später nochmal auf Datenschutz ein. Das ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Aber ja, bevor diese Person ihre Stromrechnung nicht bezahlt, natürlich helfe ich dann. Es ist einfach so, muss ich, ist mein Job. Aber ja, Datenschutz ist ein großes Thema, das ist ganz wichtig. So, ich habe jetzt gerade gegenderte Sprache verwendet, glaube ich, oder ich mag das vielleicht in Zukunft verwenden, das hat mit meiner jetzigen Tätigkeit zu tun, das ist einfach so. Ich nehme mir die Freiheit, jetzt dabei zu bleiben, weil es ist die Macht der Gewohnheit, es ist, ich finde es auch grundsätzlich nicht verkehrt. Wenn man da Probleme hat, das mag sein, wenn du da draußen jetzt gerade Schwierigkeiten hast, dir das anzuhören, es wird jetzt nicht so oft passieren, wenn ich da gendere. Es gibt so viele andere schöne Talks, die jetzt wahrscheinlich parallel laufen, dann guck dir einen anderen an. Also das nehme ich nicht übel, aber ich bleib dabei. So, genau. Wie sieht jetzt das alles praktisch aus mit dieser praktischen sozialen Arbeit? Praktisch kommt jemand in die Beratungsstelle. So, wir haben so eine offene Sprechstunde momentan natürlich mit
Hygienekonzept und Hygienebeschränkungen. Wir sind im Erdgeschoss, wir haben eine Glastür, da steht jemand vor der Tür und winkt und setzt sich seine Maske auf. Und dann haben wir Räume, die groß genug sind, dass wir auch mit Distanz beraten. Oder was wir momentan auch machen, ist jetzt sehr speziell. Ich gehe ganz gerne mit den Leuten auch mal spazieren und kläre bei einem Spaziergang was. Das ist sowieso sehr empfehlenswert, jetzt nicht nur bei Problemgesprächen, es ist generell empfehlenswert, mal in Bewegung zu kommen. Und so bei unserem Spaziergang bespricht sich es oft auch ganz gut. Dann kommt also jemand zu mir in die Beratungsstelle und will was. Und im Idealfall weiß diese Person, was sie will. Das ist nicht zwingend so. Und dann ist es an mir herauszufinden, was es ist. Mit Gesprächstechniken, die ich erlernt habe, die ich im Studium erlernt und geübt habe und die ich ihnen irgendwann so verinnerlicht habe, dass ich nicht mehr sagen könnte, ich arbeite nach einer bestimmten Schule, nach einem bestimmten Gesprächstechnikkonzept. Ich wende das einfach an. Es ist für mich leicht, wenn mich jemand fragt, ja, wie machst du das denn? Ist es nicht ganz so leicht für mich, das zu erklären. Aber dazu später vielleicht auch nochmal mehr. Ich finde halt heraus, was es ist. Und es ist in der Tat so, neulich hatte ich jemanden, der stand da in der Tür, völlig verzweifelt, völlig durch den Wind und hatte so ein Tüte vom Discounter in der Hand und stand dann da und hat gemeint, und was mache ich denn jetzt, wenn der Gerichtsvollzieher kommt und der nimmt mir dann meine Bilder weg? Und ich denke mir so, okay. Stellt sich raus, er hat ungerechtfertigterweise ein Mahnschreiben bekommen und in diesem Mahnschreiben stand drin, dass man die Forderung von, es waren 70 Euro oder so, notfalls gerichtlich eintreiben würde. Und er hat das dahingehend interpretiert, dass ein Gerichtsvollzieher kommt und das ihm wegnimmt, was ihm das Wertvollste ist. Das sind Bilder, die jemand persönlich für ihn gemalt hat. Sowas passiert und ich bin dann dafür da, dem Herrn, der wirklich verzweifelt war, seine Verzweiflung zu nehmen. Er hatte dann in seiner Discounter-Tüte auch alle möglichen Unterlagen dabei. Ich weiß bis heute nicht, warum er die im Discounter rumgetragen hat, weil es ist jetzt nicht so, dass er, das hätte nicht sein müssen. Aber egal, manchmal sind sie ein bisschen komisch, die Leute, aber auf eine liebenswerte Art komisch. So. Dann geht es dran, Lösungen zu finden, und zwar mit Geduld. Weil jemand, der Angst hat, dass ihm der Gerichtsvollzieher das Wertvollste, was er hat, wegnimmt, den muss ich erstmal beruhigen. Und dann schauen wir mal. Und dann schauen wir mal, warum er diese Mahnung bekommen hat. Und dann haben wir herausgefunden, dass sie nicht gerechtfertigt war. Und da ist einfach nur was schiefgelaufen. Und wie es halt so ist, dann hat ein System halt ein Mahnschreiben ausgespuckt, das... Egal, wir konnten das mit einem Telefonat klären und irgendwann konnte ich ihn auch beruhigen. Das ist jetzt einfach so ein Beispiel aus der Praxis. Es können auch ganz andere Sachen sein. Meistens ist es so, dass Leute kommen mit einem Anliegen und es stellt sich raus, das wirkliche Anliegen ist aber ganz ein anderes. Da habe ich jetzt mal einen Literaturtipp, weil ich könnte mir vorstellen, dass ihr auch in Situationen kommt, wo jemand von euch was will und am Ende stellt sich raus, dass der ganz was anderes will. Zum Beispiel, wenn ihr Software entwickelt. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt nicht wenige von euch, die zuhören, Software entwickeln und dass irgendjemand kommt und irgendwas möchte und am Ende will er was anderes. Ich habe einen Literaturtipp, denn ich bin da so ein bisschen Fangirl, von Friedemann Schulz von Thun und gerade dieses eine Buch Miteinander reden, 1, Störungen und Klärungen. Ich habe das kennengelernt, da hatte ich noch nicht mal entschieden, dass ich Sozialpädagogik studiere. Ich habe das kennengelernt von einem Softwareentwickler, der sehr viel Schulungen gibt und der mir das irgendwann unter die Nase gehalten hat. Guck mal, das ist so schön pragmatisch, da kann man echt viel damit anfangen. Falls jemand das schon mal gehört hat, Friedemann Schulz von Thun ist der mit dem Kommunikationsquadrat. Da geht es um so Basics in der Kommunikation, die man oft mal vergisst, dass es nicht nur darauf ankommt, was sage ich, sondern wie nimmt das mein Gegenüber auf, dass es auch nicht darauf ankommt, nicht nur auf die Worte ankommt, sondern auf was möchte ich vermitteln, dass Kommunikation nicht nur aus Sprechen besteht. Es ist ein schönes Buch, es ist ein schöner Einstieg, kann man sich mal geben. Also ich gucke da auch immer wieder mal gerne rein, ist schnörkellos, pragmatisch.
Es gibt andere Kommunikationstechniken und ich habe jetzt tatsächlich nur zwei als Beispiel, zwei, denen ich in meinem Berufsalltag schon begegnet bin, mit denen ich viel zu tun, die ich gut brauchen konnte, mit denen ich viel zu tun hatte. Der Carl Rogers. Carl Rogers ist der, der mit der Technik des Spiegelns bekannt wurde. Ich weiß nicht, ob der Begriff geläufig ist. Diese Gesprächstechnik des Spiegelns ist, ich finde sie großartig. Das ist nicht nur ein Problemgespräch, sondern allgemein. Es passiert ja manchmal, dass man irgendwo feststeckt in seinen eigenen Gedanken, dass man weiß, eigentlich ist in meinem Kopf die Lösung für irgendwas drin, sei es jetzt ein Softwareproblem, sei es ein Kommunikationsproblem, sei es irgendwas Alltägliches. Es kann doch nicht sein, dass ich in meinem Kreis denke und nicht auf diese blöde Lösung komme. Und dann kann man das jemand anderem erzählen und die andere Person tut nichts anderes, als genau das eben Erzählte in anderen Worten zu wiederholen. Und dann löst sich der Knoten oft. Und dieses in anderen Worten das Gesagte von jemandem wiederholen, das nennt sich Spiegeln. Das kommt in anderen Kommunikationstechniken und Kommunikationstheorien auch vor, nicht nur bei Carl Rogers, aber soweit ich weiß, ist der, durch den es bekannt wurde. Es gibt Marshall B. Rosenberg, ganz andere Kommunikationstheorie. Marshall B. Rosenberg hat mit Jugendlichen aus prekären Verhältnissen, in gewalttätigen Verhältnissen gearbeitet, die auch in ihrer Kommunikation, in ihrer Wortwahl sehr gewalttätig waren. Der hat ein Konzept entwickelt, wie man mit Leuten sich unterhält, gute Kommunikation schafft mit Menschen, die es nicht gewöhnt sind, gewaltfrei zu kommunizieren. Es gibt ganz viele andere Kommunikationstechniken generell. Also Marshall B. Rosenberg ist zum Beispiel gut, wenn du mit Jugendlichen arbeitest, die in irgendwelchen prekären Umgebungen leben. Da ist er einfach gut empfehlenswert. Es gibt aber ganz viele Kommunikationstechniken und ich kann jetzt einfach wirklich keine einzelne uneingeschränkt empfehlen. Ich kenne sie auch nicht alle. Es gibt unendlich viele. Es kommt immer auf die Zielgruppe an. Wenn du weißt, du musst mit einer bestimmten Art von Leuten kommunizieren und du weißt, du hast da ein bisschen Probleme, weil eigentlich du weißt nicht so recht, wie die ticken und du kommst da nicht so recht dran. Er googelt dir eine Kommunikationstechnik. Du wirst irgendwas finden. Es gibt gute, es gibt schlechte und wenn du was findest, wo du mit was anfangen kannst, dann nimm die. Wenn du was findest, wo du denkst, das ist aber esoterisch, das ist aber ein bisschen abgedreht, lass die Finger davon, auch davon gibt es viele, aber man erkennt sie. Also da mache ich mir keine Sorgen, dass ihr die nicht erkennen würdet. Ja, genau. So, dala. Warum wird denn überhaupt so viel gelabert in diesen Sozialwissenschaften und in dieser Sozialpädagogik? Berechtigte Frage, schwierige Antwort. Menschliches Denken und menschliches Verhalten sind unfassbar komplex. So komplex, dass der Mensch selber die Abläufe nicht sehen kann. In dem Moment, es wäre einfach so unglaublich zeitaufwendig, ständig sich das Denken, das Verhalten nochmal zu hinterfragen und sich vor Augen zu führen, da würde jegliche Kommunikation, jegliches Miteinander einfach völlig unmöglich. Ich habe versucht, einen Vergleich mit der Informatik zu schaffen und er hinkt, ich weiß es, er hinkt, aber es ist so ein bisschen, stell dir vor, du hast eine fremde Software, das kannst du dir noch vorstellen, stell dir vor, die läuft auf einem fremden Betriebssystem. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Betriebssystem gibt, das ihr nicht kennt, aber stellt euch das einfach mal vor. Und diese Software wirft was aus, was du für einen Fehler hältst. Und wenn du nach der Ursache suchst, dann findest du nichts. Und so ganz sicher bist du dir außerdem eh nicht, ob das jetzt vielleicht doch ein Feature und kein Bug ist. So ungefähr ist das, wenn eine neue Klientin, ein neuer Klient zu mir kommt. Es ist erstmal, ich weiß von nichts. Und dann versuche ich über Trial and Error, über Fragen, über miteinander reden, über die Person reden lassen, einfach rauszufinden, worum geht's denn, was ist denn los, damit ich auf den Kern des Problems komme. Und das ist halt einfach Gelaber, es ist Reden, es hilft alles nichts. Mein Beruf besteht zu 95% aus Reden. Muss man mögen. So,
Ja, da wird doch dann geforscht an menschlichen Verhalten. Ja, klar wird da dran geforscht. Und ja, es gibt immer neue Erkenntnisse. Und ja, die sind total super, diese Erkenntnisse. Und ich freue mich immer, wenn es neue Erkenntnisse gibt. Und dann lese ich mich da rein und dann denke ich mir, ach ja, cool, super. Aber wenn es denn nur so einfach wäre. Entsprechend komplex, wie ich das vorher beschrieben habe, ist, wie Mensch funktioniert, ist das Wissen darüber, wie es funktioniert. Je komplexer das System, desto komplexer die Dokumentation, sofern eine vorhanden ist, ist in der Sozialpädagogik genau so. Die Sozialforschung ist langsam deswegen, weil sie sehr komplex ist und in ein paar Jahrtausenden wissen wir mehr über unsere Gehirne. Vor 1000 Jahren haben die Menschen, die haben es nicht Sozialforschung genannt, haben auch schon daran geforscht, wie wohl das menschliche Gehirn so ticken mag. Jetzt wissen wir mehr, das nutzt den Menschen damals nichts mehr. Und der Haken an der Sache ist, die Forschung ist rekursiv, die beforscht sich ja selbst und wir beforschen unsere Gehirne mit Hilfe unserer Gehirne und die entwickeln sich dann auch noch weiter im Laufe der menschlichen Entwicklung und you get the point. Ne? Ich kann's, es ist komplex. Es gibt Modelle der Sozialwissenschaften, um dieser Komplexität etwas entgegenzuwirken. Die Modelle sind Vereinfachungen und je nach Situation bieten sich sehr unterschiedliche Modelle an. Ich habe jetzt nur beispielhaft, sehr plakativ welche genommen, die vielleicht eben bekannt sind. Mein Lieblingskommunikationsquadrat nach Schulz von Thun, das die Kommunikation zwischen Menschen beschreibt. Es gibt das Freudsche Es-, Ich- und Über-Ich-Modell. Ich gehe davon aus, dass ihr wenigstens schon mal davon gehört habt. Freud hat beschrieben, es gibt den Menschen, der sich wie Erwachsener fühlt, den erwachsenen Menschen, der hat aber Anteile, die sind nicht erwachsen, das nennt er Es. Man könnte es auch Kind nennen, das ist dieses, ich will morgens nicht aufstehen, ich habe jetzt überhaupt keinen Bock auf Salat und überhaupt bin ich jetzt gerade schlecht drauf und alles ist so super, ne? Das ist das Es. Und dann gibt es das Über-Ich, das hat so eine Elternfunktion und dieses Über-Ich, das regelt dann so ein bisschen, dass man dann doch irgendwie vernünftig durch den Alltag kommt, obwohl man da gerade keinen Bock drauf hat, auf Aufstehen und Arbeiten oder so. Das ist ganz praktisch, sich das immer wieder vor Augen zu halten, dass man nicht ein perfekter erwachsener Mensch ist, sondern dass man ihn sich auch miteinander diskutiert manchmal. Schönes Modell. Es gibt auch die Maslow'sche Bedürfnispyramide und hoffentlich habe ich den Namen und habe jetzt da gerade nichts zueinander geworfen. Es gibt die Bedürfnispyramide, die beschreibt die Grundbedürfnisse, dass des Menschen und zwar in einer Gewichtung. Und wenn man die so übereinander schreibt, diese Grundbedürfnisse des Menschen, ergibt sich ein Pyramidenmodell. Disclaimer, das nennt sich immer Grundbedürfnisse des Menschen. Auch die Bedürfnispyramide ist wie so vieles, hat den Schwerpunkt auf einer Sozialisation, auf einer westlichen Sozialisation. Also die ist auch nicht allgemeingültig, aber wenn ich in Deutschland mit Deutschen zu tun habe, dann ist es vielleicht nicht verkehrt, mal mir diese Bedürfnispyramide ins Gedächtnis zu rufen und mir zu überlegen, was braucht denn die Person, was ist denn für die gerade dringend so. Das ist jetzt alles beispielhaft. Die Modelle sind situationsabhängig. Auch davon gibt es ganz, ganz viele. Und am Ende sind sie bildliche Darstellungen komplexer Zusammenhänge, die pragmatisch genug sind, dass ich in der praktischen Arbeit was anfangen kann damit. Jetzt ganz was anderes, aber ich konnte ihn nicht weglassen. Es gibt den Sigmund Freud und er ist ein Klassiker und ohne ihn kommt man nicht aus und zwar nicht, weil das so speziell gewesen wäre, es war sehr speziell. Man kommt ohne Sigmund Freud nicht aus, weil er so eine bahnbrechende Erkenntnis hatte. Eine unglaublich bahnbrechende Erkenntnis und in seinen späten Jahren in einen unfassbaren Unsinn abgedriftet ist. Und wenn jetzt jemand mit mir darüber diskutieren möchte, das tun wir nicht hier, aber ja, das diskutiere ich gerne. Wirklich. Ich sehe das so und ich bleib dabei. Es gab zu Sigmund Freuds Zeit die Hysterie.
Hysterie war ein Oberbegriff, der sämtliche Verhaltensweisen von Frauen zusammengefasst hat, die nicht in das Bild gepasst haben, das von einer Frau erwartet wurde. Unter anderem wurde aber auch unter Hysterie ein Symptomkomplex zusammengefasst, der heute sehr gut erforscht ist, der Symptomkomplex der PTBS, der posttraumatischen Belastungsstörung. Ganz speziell der posttraumatischen Belastungsstörung nach sexualisierter Gewalt. Ich möchte jetzt nicht tiefer in dieses Thema einsteigen, ich wollte es nur angesprochen haben. Diesen Symptomkomplex, der wurde unter anderem auch unter dem Oberbegriff Hysterie, der wurde da einfach mit reingeworfen. Sigmund Freud war der Erste, der das erkannt hat. Der hat nämlich was extrem Bahnbrechendes zu seiner Zeit erkannt. Es war damals so, man dachte, der Mensch ist sämtliche Emotionen, sämtliche Verhaltensrepertoire ist dem Menschen angeboren. Und also es ist sehr verkürzt, ist dem Menschen angeboren und als Erwachsene kann er einzig und allein steuern, wie sehr er das nach außen bringt, wie sehr er das auslebt und wie sehr nicht. Und Sigmund Freud hat sehr viel mit Frauen gearbeitet, psychotherapeutisch mit Frauen gearbeitet und auch mit Frauen, die Gewalt erfahren haben und hat dann eben erkannt, Moment mal, diese Verhaltensweisen, die sind nicht angeboren. Diese Frauen haben diese Probleme, die sie haben, weil irgendwann mal was passiert ist, was ausgelöst hat in ihnen. Und das war völlig neu. Und der wurde mit Häme überschüttet. Und er hat dann noch was gemacht. Der hatte dann echt eine Erkenntnis, da kämpfen wir heute in der Sozialarbeit noch um dieses Thema. Und zwar, er hat die Hysterie beim Mann benannt. Und das heißt, in seinem Fall, er hat einfach diesen Systemkomplex der posttraumatischen Belastungsstörung nach sexualisierter Gewalt bei Männern angesprochen. Und er hat gesagt, okay, es mag sein, dass es Frauen schlecht gibt, aber Männer geht, die haben das auch erlebt und man soll das ernst nehmen. Dem sind zum Teil seine Aufträge weggebrochen, dem sind seine Klientinnen weggeblieben, weil die selber nicht zahlen konnten, es sind die Klienten weggeblieben. Der hat es echt nicht leicht gehabt mit dieser Erkenntnis. Aber der hat eben erkannt, dass der Mensch sich entwickelt durch das, was er erlebt. Und es war einfach so neu, dass man ihn nicht erwähnen kann in der Sozialarbeit. Er hat dann eben unter anderem auch noch dieses Modell des Es, Ich, Über, Ich entwickelt, was ein bisschen anschaulicher auch beschreiben soll, dass der Mensch nicht perfekt ist. Und dann ist er total abgedriftet in Theorien um Phallus-Symbolik, um Phallus-Neid, der Mensch, der Mann ist erhöht und die Frau beneidet ihn drum. Und das wurde aus meiner Sicht sehr abstrus. Die Quellenlage ist so, dass man nicht mehr genau sagen kann, was passiert ist. Es kann sein, dass er politisch unter Druck stand. Es kann sein, dass er sozial unter Druck stand. Es kann sein, dass er selbst Gewalt erlebt hat und sich, nachdem er keinen Kanal finden konnte, das zu verarbeiten, sich so eine Fantasiewelt gebaut hat. Es kann auch sein, er hat gekokst, das war aber zu seiner Zeit in seiner Gesellschaftsschicht üblich. Es kann auch sein, dass das ein bisschen unterstützt hat. Man weiß es nicht. Er ist irgendwann abgedreht. Wenn euch jemand was von irgendwelchen Phallus-Theorien und Penisneid und was auch immer erzählt, braucht ihr nicht ernst nehmen. Das andere schon. So. Einen erfreulichen Klassiker auch, ganz anderes Thema, der Paul Watzlawick, der hat ganz schöne Sachen gemacht, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Anleitung zum Unglücklichsein. Habt ihr vielleicht auch schon gelesen, das ist in Computer-Nerd-Kreisen relativ verbreitet, habe ich festgestellt, wenn ihr es nicht gelesen habt. Er beschreibt in kleinen, netten Geschichtchen menschliches Verhalten, das nicht zum Ziel führt und wie Menschen es trotzdem machen und warum dass sie das machen. Und es liest sich sehr schön und es gibt auch Anregungen, sich für manche Sachen, in manchen Sachen einfach ja, ein bisschen anders zu verhalten. Und manchmal liest sich es einfach nett. Es gibt da die Geschichte mit dem Hammer.
Die Geschichte mit dem Hammer habe ich in meinen ersten zwei Studienjahren vielleicht nur dreimal gehört. Beim ersten Mal fand ich sie gut, beim zweiten Mal fand ich sie auch noch gut, beim dritten Mal dachte ich mir, ja, ich weiß schon, wie ich mit dem Studium fertig war, habe ich sie bestimmt schon 10-mal gehört und dachte mir so, oh, die Geschichte mit dem Hammer, es gab doch noch andere Geschichten. Ich bin inzwischen ungefähr 25 Jahre im Beruf, diese Geschichte mit dem Hammer, ich kann sie echt nicht mehr hören. Die ist gut, die ist wirklich gut, ich kann sie nicht mehr hören, wenn ihr jemanden in der, im Freundeskreis habt, der irgendwas mit Sozialwissenschaften zu tun hat. Und ihr wollt ihn mal ärgern, lest ihm die Geschichte mit dem Hammer von Václavik vor. Welche ich wirklich gerne mag, das ist die Geschichte mehr desselben, auch aus der Anleitung zum Unglücklichsein. Das kommt mir ganz oft vor in meinem Berufsalltag. Ich mag sie jetzt nicht euch erzählen. Ich habe außerdem gar nicht so viel Zeit mehr, das zu erzählen. Die Geschichte mehr desselben, das ist die mit dem Schlüssel und der Laterne. Es gibt einen Wikipedia-Artikel zu diesem Buch. Gibt es kurze Zusammenfassungen zu diesen Geschichten. Der ist sehr schön, wenn ihr da mal reinlesen wollt. Tut das oder gönnt euch dieses Buch. Was ist mit Missverständnissen? Kommunikation ist Missverständnis. Es ist generell so völlig unabhängig von welcher Theorie, von welcher Schule, von welchem, ob jetzt psychologisch, Sozialpädagogik. Kommunikation ist Missverständnis. Das ist ein Satz, den hat, ich weiß es nicht mehr, wer, ein Professor in meinem Studium gesagt. Und er hat gesagt, und der Großteil ihrer Arbeit wird darin bestehen, Missverständnisse aufzuklären. Und das ist so. Kennt ihr den Ausdruck guten Hunger? Als ich den zum ersten Mal gehört habe, dachte ich mir, Hunger ist das, wenn mir der Magen wehtut, weil ich zu lange kein Essen hineingetan habe. Wieso guten Hunger? Ich habe dann die Person, die mir das zum ersten Mal gesagt hat, gefragt, was meinst du denn mit guten Hunger? Es stellte sich raus, sie meinte das, was ich unter guten Appetit verstehe. Jo, bockig. Bockig ist in weiten Teilen Bayerns ein Synonym für trotzig, für stur, für ich will jetzt gerade nicht. Bockig ist in wenigen kleinen Regionen Bayerns ein Ausdruck für ich bin gerade geil, ich will gerade ficken. Muss man wissen, nicht? Duselig. Duselig hat zwei verschiedene Bedeutungen. Duselig vielleicht auch noch mehr. Ich kenne nur zwei verschiedene. Die eine ist schlaftrunken, die andere ist angetrunken. Da ist der Effekt der gleiche, die Ursache ist sehr unterschiedlich. Wir müssen nicht über Pfannkuchen reden. Da gibt's, ihr kennt das Missverständnispotenzial. Und ob Rosenkohl schmeckt oder nicht, muss man auch nicht drüber reden. So. Ich habe so ein paar Pet Peeves, so Begriffe, die im Alltag und in der Fachsprache missverständlich gebraucht werden. Und die möchte ich ganz gerne ansprechen. Und ich sehe gerade, dass ich entweder schneller reden muss oder etwas weglassen muss von meinen Themen. Ich versuche es mal erstmal mit schneller reden. Normal versus normal. Normal, wenn ihr jemanden begegnet und der sagt, das ist nicht normal, dann hat es eine abwertende Komponente. Wenn ihr in den Sozialwissenschaften jemanden von normal reden hört, dann hat es keinerlei abwertende Komponente. Normal in der Sozialforschung ist gemeint, normal im Sinne der Gaußschen Normalverteilung. Das ist einfach die Norm, das ist der Bereich im ersten Sigma. Das ist normal. Normal sind wir alle, die wir hier an diesem Kongress teilnehmen, im Sinne der Gesamtbevölkerung nicht. Weil das ist nicht die Norm. Es ist weder das Bildungsniveau die Norm, das ist mit Sicherheit durchschnittlich höher. Es ist weder wahrscheinlich das Intelligenzniveau die Norm, gesamtgesellschaftlich gesehen. Es ist sehr vieles nicht die Norm, aber wenn wir jetzt den Kongress nehmen, dann sind wir alle normal im Sinne des Kongress. Deshalb, wenn euch draußen jemand sagt, das ist doch nicht normal, dann geht davon aus, dass für diese Person die Normalität so anders ist, dass sie eure Normalität nicht einordnen kann. Auch immer wieder echt
Missverständnisthema und ein ganz großes Missverständnisthema, depressive Verstimmung versus Depression. Depression ist eine chronische Krankheit. Depression ist schwierig. Depression ist nicht einfach schlecht drauf sein. Depression ist für die Betroffenen, die diese Krankheit haben, ein richtig großes Problem. Und dieses Problem wird noch größer, weil nämlich die Allgemeinbevölkerung oft, wenn sie von Depression meist nicht diese Krankheit, wenn sie von Depression redet, nicht diese Krankheit Depression meint, sondern diese Phase depressive Verstimmung, was einfach heißt, ich bin gerade mal scheiße drauf. Und das ist ganz normal und das ist keine Krankheit. Ich merke inzwischen, dass das auch im Berufszusammenhang und auch unter Profis diese Begriffe Depression und depressive Verstimmung vermischt gebraucht werden. Und ich finde, also damit kann man mich so richtig ärgern. So, nämlich. Das nächste ist, Autismus ist keine Krankheit. Das ist einfach mir wichtig zu sagen, aus irgendwelchen Gründen. Ich habe, mein Arbeitsschwerpunkt ist nicht Autismus. Mein Arbeitsschwerpunkt ist, egal, Autismus ist eben keine Krankheit. Und Autismus wird sehr oft missverstanden als Krankheit. Ich habe eine Autistin gefragt, wenn du weißt, dass dein Autismus keine Krankheit ist, wie kann man das dann beschreiben? Die Autistin meinte, naja, man kann es so ein bisschen mit einer Schwangerschaft vergleichen. Eine Schwangerschaft ist auch was, was keine Probleme bereiten muss. Es kann aber Probleme bereiten. Der Unterschied mit dem Autismus ist, der geht nicht vorbei, so wie eine Schwangerschaft. Dann haben wir die Begriffe Psychologin, Psychotherapeutin, Psychiater und Neurologin. Die werde ich noch kurz beschreiben und dann, glaube ich, ist eh schon die Zeit rum. Ein Psychologe, eine Psychologin ist jemand, der die Theorie der Psyche des Menschen studiert hat. Ein Psychologiestudium ist unglaublich statistiklastig, ein Psychologiestudium ist total mathematiklastig. Und wenn man aus dem Psychologiestudium rausgeht, weiß man sehr viel Theoretisches über die Psyche des Menschen. Praktisch kann man damit erstmal nichts tun. Doch natürlich, aber nicht in der Praxis. Dazu braucht man eine Zusatzausbildung zum Psychotherapeutin, zur Psychotherapeutin. Dann kann man nämlich Individuen helfen. Es gibt die Berufsbezeichnungen, das ist auch eine staatlich anerkannte Berufsbezeichnung und auch die von den Krankenkassen auf jeden Fall bezahlt wird. Das ist die Berufsbezeichnung des psychologischen Psychotherapeuten. Wenn jemand das führt, kann er mit der Kasse abrechnen und dann hat er auch eine echt solide Ausbildung. Andere mögen auch gut sein. Beim psychologischen Psychotherapeuten könnt ihr euch darauf verlassen, dass er was gelernt hat. Dann gibt es den Psychiater. Psychiater sind Mediziner, die sich mit der Psyche des Menschen befassen, meistens mit den Aspekten der Psyche des Menschen, wo man sagt, okay, es hilft jemand, wenn er Medikamente nimmt, bei Erkrankungen, bei Störungen, bei psychischen, wo jemand Medikamente nimmt, weil Psychiater aufgrund dessen, dass sie Medizin studiert haben, auch Medikamente verschreiben dürfen. Das ist jetzt ein spezieller Bereich, finde ich interessant. Und dann gibt es noch den Bereich des Neurologen, der Neurologin. Das sind auch Mediziner, die sich auf Nervenkrankheiten spezialisiert haben. Und es können beliebige Nervenkrankheiten sein. Und man muss, wenn man aber weiß, dass das Gehirn ein einziger riesengroßer Nerv ist, dann kann man sich vorstellen, dass man unter Umständen auch einen Neurologen, eine Neurologin braucht, weil es Erkrankungen gibt, die nicht nur die Psyche, also die aufgrund einer Fehlfunktion im Gehirn die Psyche verändern. Jo, ich hätte gerade noch ganz viel zu erzählen. Ich mag aber jetzt tatsächlich kein neues Thema mehr anreißen. Ich würde hiermit zu einem Ende kommen und ich würde bitten, wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie jetzt oder jetzt, wenn ich meine allerletzte Slide finden würde mit der E-Mail-Adresse, dann würde ich euch die E-Mail-Adresse, ich sage sie euch einfach, weil ich zu doof bin, meinen Computer zu bedienen. Meine E-Mail-Adresse ist anna@geiger.wtf. anna@geiger.wtf. Und es ist ziemlich cool, vor Leuten zu sprechen, die jetzt nicht fragen und kommt nach dem WTF noch ein .de oder ein .com. Dankeschön. Ja, Anna.
Vielen lieben Dank für deinen Vortrag. Ja, ich habe hier als Herold natürlich noch ein paar Fragen, die hier im Chat aufgelaufen sind. Ich höre niemanden. Ja, genau. Ich habe hier ein paar Fragen, die hier im Chat aufgelaufen sind. Die erste Frage, denkst du, dass eine Art Sozialgeheimnis, wie zum Beispiel das Bankgeheimnis für soziale Arbeit einzuführen, denkbar ist? Oder gibt es sowas vielleicht schon? Also, nein, nee, ich würde es nicht verkomplizieren. Jede Regelung bringt eine Stolperfalle mit sich. Und ich bin Mitarbeitende unserer Datenschutzbeauftragten und ich habe mich tatsächlich mit dem Thema intensiver auseinandergesetzt, obwohl ich jetzt nur für meinen kleinen Teilbereich da zuständig bin. Wir dokumentieren in der Sozialarbeit grundsätzlich so wenig wie geht. Ich hätte auch eine Slide dazu, aber das hat jetzt einfach zu weit geführt. Wir haben das so internalisiert und wir üben das von Anfang an, vom ersten Semester an, von der ersten Stunde, dass wir möglichst datensparsam arbeiten und dass wir, selbst wenn wir vor Kostenträgern rechtfertigen müssen, was wir arbeiten, dass wir das neutralisieren. Und ich glaube, jede Regelung würde das verkomplizieren. Es gibt tatsächlich Kostenträger, also je nach Tätigkeit, auch Stellen, die unsere Arbeit finanzieren, unsere Sozialarbeit finanzieren, die relativ detailliert nach einem relativ deutlichen Schema diese Dokumentation möchten. Und da kostet uns das viel Zeit, trotzdem möglichst neutral zu bleiben. Aber das ist einfach, das ist so drin in uns, da braucht man eigentlich nichts extra. Ja. Eine weitere Frage. Jemand fragt, kennst du Konzepte zur Traumabewältigung mit Gaming oder mit Spielen, zum Beispiel bei PTBS? Also gibt es da Spiele oder Software als Konzept? Das ist jetzt überhaupt nicht mein Schwerpunktthema. Ich meine zu wissen, dass es da was gibt. Ich kann es gerade nicht sagen. Echt, tut mir leid. Mail mir mal, ich kann mich mal schlau machen und ich kann nicht auch irgendwie Kontakte herstellen zu Stellen, die sowas besser wissen. Dann habe ich noch einige Fragen zur Software, also generellen Softwarewelt nochmal so. Erstmal, welche Kommunikationskanäle benutzt du Berufsalltag, zum Beispiel Mail, Telefon oder irgendwelche Chat-Messengers oder so? Und wird dann da auch Kommunikationsverschlüsselung verwendet, also zum Beispiel in einem Messenger oder so? Ja, theoretisch. Also, ich gehe grundsätzlich mal davon aus, es ist auch ein großes Thema und es war jetzt gerade zu Anfang Covid-19 war ein Riesenthema, weil wir plötzlich schlagartig unsere Beratungen alle auf online umgestellt haben. Erstmal gehen wir müssen niederschwellig arbeiten, wir müssen vor allem an unsere Leute rankommen und die Leute, die Probleme haben, weil sie vielleicht nicht gut gebildet sind oder weil sie vielleicht nicht so schlau sind oder. Die schaffen es manchmal einfach nicht, sich mit Verschlüsselung und solchen Sachen auseinanderzusetzen. Wir telefonieren viel, weil Telefonieren dann uns das Sicherste erscheint. Wenn jemand möchte, wir bieten aber auch an, dass wir über verschlüsselte Kanäle kommunizieren. Wir bieten das an. Wenn jemand das annimmt, ist es super, dann freuen wir uns. Wenn jemand sagt, nee, will ich nicht, weil das ist mir zu umständlich und ich muss jetzt reden und zwar sofort und das ist dringend, dann ist das in dem Fall wichtiger. Aber ja, wir kümmern uns drum. Und ganz bemerkenswert, ich habe zum Teil mit Frauen zu tun, die sind zwischen 75 und 90 und die haben neulich mir erzählt, dass sie sich über Jitsi treffen, weil alles andere ist Quark, weil das Jitsi ist in Liebe, weil das ist datensicher und mir ist so die Kinnlade runtergefallen und ich dachte mir, wie geil ist das denn? Noch eine Frage. Welche Hardware und Software benutzt du denn im Arbeitsalltag, um jetzt den zu verbessern? Und gibt es da vielleicht auch Open Source Tools, die du verwendest, um das zu machen? Nö. hätte ich gerne.
Ich hätte da auch gern mehr Einfluss. Wir haben einen, nicht, dass ich es jetzt falsch wiedergebe, wir haben ein, ich habe, ja, also sitze an einem Eagle Thin Client mit einem Windows 10 und habe da überhaupt keinen Einfluss drauf. Das ist so. Wir arbeiten, wenn wir Beratungen machen, mit Red Connect als Software oder aber mit was halt gerade die Leute in der Lage sind zu benutzen. Ja. Letzte Frage, da weiß ich selbst gar nicht so richtig, da kenne ich den Begriff gar nicht. Was hältst du von Sozialinformatik? Ist das ein Begriff? Das ist ein Begriff, der mir neu ist und wenn es das schon gibt und ich habe es noch nicht mitgekriegt, dann Schande über mich und ja, super. Finde ich, also ich stell mir das als so einen Zusammenschluss von Informatik mit Sozialkompetenz da, ja, toll, gerne, gib mir mehr Infos, wenn du mehr Infos hast, wer auch immer du warst, der du gefragt hast. Genau, ihr habt die E-Mail-Adresse von Anna, fragt sie gerne und wir werden Anna dann auch gleich nochmal den Link zum Chat geben und fragt sie dann auch gerne noch im Chat in der Pause, wenn ihr das mögt. Und wir bedanken uns bei Anna für den Vortrag und bei euch, bei den Zuschauern hier im Chaoszone TV. Bis zur nächsten Sendung. Ciao.